Mein Name ist Ine Kliormann. Am Thünen-Institut für ländliche Räume beschäftige ich mich gemeinsam mit meinen Kolleginnen mit verschiedenen sozioökonomischen Fragestellungen im Franz-Projekt. Heute möchten wir die Frage beleuchten, wie wir erfolgreich erprobte Biodiversitätsmaßnahmen in die Region bringen können. Ausgehend vom Angebot verschiedener Maßnahmen wie Blühstreifenextensivgetreide oder Grünlandextensivierung brauchen wir zunächst einmal Landwirtinnen und Landwirte, die bereit sind, diese Maßnahmen umzusetzen. Auf der anderen Seite müssen auch die Gegebenheiten der Region berücksichtigt werden, also zum Beispiel passen die Maßnahmen überhaupt zur Struktur der Region. In einem ersten Schritt haben wir uns daher mit der Frage beschäftigt, was sind überhaupt Faktoren, die für die Teilnahme an einer Maßnahme entscheidend sind, also konkret, was sind Hemmnisse, aber auch gibt es Anknüpfungspunkte für die Teilnahme an Biodiversitätsmaßnahmen. Hierfür haben wir BetriebsleiterInnen und ExpertInnen aus Beratung und Verwaltung verteilt über die 10 Franz-Regionen befragt. Schaut man sich die Ergebnisse der Befragung an, gibt es Anknüpfungspunkte. Zum einen der Wunsch, etwas für die Natur, für die Biodiversität zu tun. Zum anderen aber auch der Wunsch, das Image zu verbessern durch optisch wirksame Maßnahmen wie der Blühstreifen. Es gibt verschiedene Hemmnisse für die Teilnahme an Biodiversitätsmaßnahmen. Zum Beispiel, dass die Auflagen als praxisfern empfunden werden. Verstärkt wird das Ganze durch eine geringe Flexibilität bei Auflagen, wie der Terminierung von Bearbeitungsgängen oder der Abmessung der Maßnahmen. Insgesamt ist die Angst vor Sanktionen bei Verstößen gegen diese Auflagen hoch. Dabei geht es vor allem um die Angst, aus Unwissenheit gegen Auflagen zu verstoßen oder Verstöße, die nicht zu verhindern sind aufgrund von Witterungsbedingungen. Weiterhin kann eine zu geringe Prämienhöhe, insbesondere in Gunstregionen, ein Ausschlusskriterium für die Teilnahme an Maßnahmen sein. Das heißt, wenn wir unser Ziel, die Übertragung der Maßnahmen, erreichen wollen, müssen bestehende Hemmnisse reduziert werden. Als Beitrag dazu haben wir in einem nächsten Schritt die Ergebnisse der ersten Befragung eingeordnet vor dem Hintergrund bestehender Verwaltungsregularien auf verschiedenen Ebenen von EU, Bund und Ländern. Daraus haben wir Empfehlungen für die Verwaltung abgeleitet. Über allem muss dabei die Ausrichtung der Förderauflagen auf ökologische Ziele als oberste Prämisse stehen. Die Fünfjährigkeit fortzuführen in der Förderung empfehlen wir, um auch eine Verlässlichkeit für die Landwirte zu haben. Auf der anderen Seite sollte bei Anpassung der Spielraum die Flexibilität, die innerhalb der EU-Vorgaben möglich ist, genutzt werden. Weiterhin ist es notwendig, die Information der Landwirte zu verbessern, um zum einen die Akzeptanz von notwendigen Auflagen zu erhöhen und auch um der Unsicherheit der Landwirte zu begegnen. Die Durchführung von Kontrollen ist notwendig. Der Sanktionsmechanismus wurde allerdings 1:1 aus den Direktzahlungen der ersten Säule überführt und bedarf daher einer Anpassung auf Besonderheiten der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, zum Beispiel beim Flächenzuschnitt. Um den hohen Organisationsaufwand, zum Beispiel bei der Antragstellung, aufzufangen, empfehlen wir, Transaktionskosten als Prämienaufschlag zu gewähren. Insgesamt ist für eine zielführende Umsetzung der Maßnahmen eine fachlich hochwertige Beratung notwendig im Sinne einer Begleitung bei der Umsetzung der Maßnahmen. In weiteren Arbeitspaketen haben wir uns mit den Franz-Regionen beschäftigt. Hier haben wir regionale Strukturdaten wie eine durchschnittliche Betriebsgröße oder den Pachtflächenanteil analysiert, zusammen mit Aspekten wie Schutzgebieten oder dem Vorkommen seltener Arten. Und Aspekten der Landnutzung, also beispielsweise dem Anteil des Silomaisanbaus in der Region und weiteren betrieblichen Parametern sowie den Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen in den einzelnen Bundesländern als Hintergrund, fließt das Ganze in eine Potenzialanalyse ein. Diese erlaubt uns Aussagen über das Potenzial verschiedener Biodiversitätsmaßnahmen in den Regionen treffen zu können. Damit schließe ich und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.